Herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play und zwar Spyro the Dragon. Teil Nummer 1 ist das. Und ich freue mich, das zu Let's Playen. Eins meiner Lieblingsspiele auf der PlayStation früher. Ich zocke hier, muss ich sagen, mit einem PlayStation Controller auf dem PC. Wie gesagt, Spyro, ein super Spiel. Ist ein Jump'n'Run-Spiel. Es macht super viel Spaß. Es ist heutzutage, weiß ich nicht, früher die Grafik, weiß ich nicht. Viele meinen ja, Grafik gehört zum Spiel dazu. Klar gehört es auch, aber bei Spyro sieht man wieder, es ist alt, das Spiel. 1999, glaube ich, kam es raus. Und es macht super viel Spaß, auch wenn es nicht die aktuellste Grafik hat, ne? Oh, da sind wir jetzt schon in Demo. Mission, da wird was angezeigt, wie man macht, aber da wollen wir ja nicht sehen. Ich möchte jetzt auch nicht lange drauf losbrabbeln. Ich wollte eigentlich. Was macht er denn da jetzt? Ich wollte eigentlich gleich loslegen. Beginn des Demo-Modus. Nee, ich möchte ich ja nicht. Wir haben zu lange gewartet. Ja, kannst du wieder wegmachen. Das wollen wir jetzt so in der Art nicht sehen. Wie gesagt, ich freue mich, das zu spielen. Und ich würde sagen, Spiel beginnen, bevor das hier wieder anfängt. Ja, Memory Card brauchen wir ja auf dem Dings nicht. Nehmen wir die 1, da wird gespeichert. Wir machen ein neues Spiel. Und ihr dürft gespannt sein. Es wird eine super Story geben. Es wird ein super Gameplay geben. Und ihr dürft euch einfach drüber freuen. Viel Spaß. Neues Spiel. Okay, Action. Was? Oh, ah, ein Drachenleben lang herrschte Frieden in unseren 5, oder sind es 6 Welten? Wir haben jetzt 12.000 Juwelen. Oder sind es 14.000? Was für diesen Gnasty-Gnork? Wie ich höre, hat er eine Zauberformel, mit der er Edelsteine in Kämpfer für seine Sache verwandelt und arbeitet an weiteren Formeln. Das beantworte ich. Gnasty-Gnork ist eine einfache Kreatur. Einfach? Er ist in einer fernen Welt gefangen und stellt keine Gefahr für das Drachenreich dar. Keine Gefahr! Und außerdem ist er hässlich. Hässlich! Jetzt Glanz! Oh oh. Sieht aus, als wartet Arbeit auf mich. Genau, let's go, Spyro. Ja, mir gefällt auch schon das Intro. Also, da kommt wieder viel Spaß auf mich und vielleicht auch auf euch zu. Mal gucken. Das Abenteuer beginnt. Ja, was müssen wir machen? Edelsteine einsammeln, die Welten bereisen, dort die Drachen befreien und ja, zu Nasty Nork vorgreifen, beziehungsweise zu denen hingelangen. So, jetzt drücken wir mal kurz, bevor wir anfangen, auf Start, damit ich euch das Menü mal ein bisschen näher bringe. Das ist jetzt hier oben links, sind die Edelsteine in dieser Schatztruhe. Gerade oben in der Mitte sind die Drachen, wie viele wir haben. Und rechts oben mit dem Spyro-Kopf, das sind unsere Leben. Der kann man hier noch die Option auswählen, aber ich denke mal, das ist im Moment so richtig eingestellt. Da es ja auch mein erstes Let's Play mit einem PlayStation-Spiel ist, hoffentlich versteht man meine Stimme oder ist auch nicht zu laut oder so, muss ich später mal gucken. Und der Bestand kann man sehen. Zum Beispiel zu Hause, also das ist die Welt, in der wir uns gerade befinden. Da haben wir 0 von 100 Edelsteinen und 0 von 4 Drachen. Oben rechts gibt es jetzt nochmal eine neue Zahl. Das ist in Prozenten ausgeschrieben. Das bedeutet, wir haben das Spiel komplett in 0% durch. Also wir müssen noch 100%, dann haben wir das Spiel sozusagen durch. Okay, ich will dich nicht länger erklären. Wir wollen, denke ich, mal loslegen, oder? Befreien wir mal den ersten Drachen hier. Gerettet, Nestor. Danke, dass du mich befreit hast. Rette 10 Drachen in dieser Welt. Der Ballonfahrer bringt dich dann in die nächste Welt. Was ist mit Nasty Nook? Den will ich kriegen.
Suche zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Drache Nummer 1. Okay, also wir müssen Nasty Nork finden. Wie gesagt, oh cool. Ich muss ja gerade mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Ah, jetzt leckt das. Ich muss gerade mit der Steuerung ein bisschen klarkommen, denn ich bin kein typischer PlayStation-Spieler, muss ich sagen. Mir macht das Spiel zwar Spaß, aber ich spiele hauptsächlich auf dem Computer und da muss ich die Steuerung erstmal klarkommen. Die roten Edelsteine geben 1, die grünen, wenn man die findet, geben 2, die blauen 5, die gelben 10 und die lilanen später noch 25. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal hier ein paar Edelsteine ruhig ein. Und ich werde das Spiel zu, keine Ahnung wie viel Prozent, das sind 100%, 120% glaube ich waren das mal, durchspielen. Also ich werde alles mitnehmen. Darauf könnt ihr euch schon mal gefasst machen. Es wird vielleicht auch eine Weile dauern, bis wir das Let's Play durch haben, aber ich möchte es ja auch genießen mit euch. Herzlich willkommen zurück bei Spyro. Mir ist eben die Aufnahme abgebrochen. Ich sammle nochmal schnell die Edelsteine ein, wo ich das letzte Mal gesagt habe, ich werde mir Zeit lassen und werde... es genießen wollt und hoffentlich ihr auch. Ist die Aufnahme abgeschmiert? Na super, habe ich mir nur gedacht. Egal, wir machen das ja nochmal. Wir sind nicht so weit gewesen bisher. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht öfter mit der Aufnahme. Das wäre echt scheiße. Egal. Wir haben ja wieder unseren Stand erreicht, wo wir vorhin waren. Klappt alles wunderbar. Oh, da sind welche. Und ich werde möglichst nicht rennen. So zum Beispiel, ich möchte das Spiel nicht kaputt machen. Wenn man die ganze Zeit rennt, das heißt ja Jump'n'Run. Und normalerweise müsste man die ganze Zeit rennen, aber das macht keinen Spaß und man ist bei dem Spiel so schnell durch. Es sei denn, es wird von uns verlangt, dass wir rennen oder so, oder mal kurzzeitig sprinten oder so, dann ist in Ordnung. Gut, wir haben 30 Edelsteine mittlerweile. Und da ist ein zweiter Drache. Gerettet Argus. Echt cool. Mach das nochmal. Zum Artisan-Boss geht es durch das Maul des Drachen. Aber du bist noch nicht bereit, Spyro. Du musst erst in eines der anderen Artisan-Länder. Alles klar, Chef. Nummer 2 gerettet. Oder man kann auch sagen, 2 insgesamt gerettet. Nummer 2, das klingt ja so komisch. Man weiß es ja nicht. Oh, ich wollte ja nicht rennen. Hohoho, jetzt habt ihr mich ertappt. Nee, ich würde sagen, in der Folge werden wir jetzt erstmal hier unsere Heimat hier bereisen. Werden erstmal hier alles aufsammeln. Wir haben ja 30, also 70 brauchen wir noch. So viel, wie ich weiß. Dark Hollow, da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen... Wo ist der denn? Ah, da ist ein Leben. Leben Nummer 5 und ein paar Edelsteine wieder. War hier nicht irgendwo mal ein Gegner? Ich könnte schwören, hier war ein Gegner. Da habe ich den schon getötet. Anscheinend. Okay, aber die Steuerung läuft ganz schön flüssig, ey, muss ich echt sagen. Wie gesagt, da muss ich erstmal wieder klarkommen. Das hier ist ein Gegner, den man mehrmals angreifen muss. Der droppt dann jedes Mal einen Edelstein und beim letzten Mal droppt er 3, glaube ich. Gucken wir mal. Genau, 3 Stück. Super. Da sind auch noch welche Edelsteine. Zack. So, wow. Wie gesagt, die Steuerung ist ganz schön schwer. Vor allen Dingen, wenn man nicht die ganze Zeit an der Konsole spielt. Ich bin ja der typische PC-Spieler. Aber das Spiel kann man nicht auf einer Tastatur und einer Maus... Naja gut, man kann es schon, wenn's... es klappt auf jeden Fall. Aber ist total ungewohnt, die Steuerung. Und, da habe ich mir gedacht, ja, dann nimmst du lieber einen Controller. Aber wir wollen jetzt versuchen, da rüber zu kommen. Ja, das hat nicht geklappt. Ich habe hier ein PS3 USB-Controller. Und ja, wie gesagt, muss einfach wieder klarkommen. Aber nach ein paar Runden mit Spyro sollte es wieder klappen. Jetzt gehen wir nochmal... Boah, lauf doch hier den Berg hoch. Dann gehen wir mal da hinten zu dem Drachen, den befreien wir jetzt erstmal. Wir wollen den nicht weiter warten lassen. Gerettet, Delbin. Wo ist Nasty Nook? Den grill ich. Immer mit der Ruhe, Spyro. Du musst noch viel lernen. Weißt du, wieso dir die Libelle folgt? Ihr Name ist Sparks und sie beschützt dich. Behalt sie im Auge, dann siehst du, was ich meine.
Alles klar, Delvin. Drei Drachen gerettet. Bisher. Cool. Hier gibt es ein kleines Easter Egg sozusagen. Lernt man vielleicht auch im späteren Verlauf des Spiels eigentlich noch, aber ich weiß es jetzt schon. Also werde ich das auch jetzt machen. 1, 2, 3, 4 und 5. Genau. Jetzt sehen wir uns mal um und da hat sich ein Tor geöffnet. Das lernt man eigentlich durch, weiß ich nicht, Welt Nummer 2 oder Welt Nummer 3 oder so. Eins von den beiden Welten lernt man das dazu, dass da in der ersten Welt noch ein Geheimnis ist. Aber ich wusste es ja schon. Also brauchen wir das später. Wird uns vielleicht später auch noch gesagt, dann weise ich euch nochmal darauf hin, dass es hier gesagt wird. Ansonsten, ja. Oh, noch ein Drache. Thomas. Ich lese jetzt nur noch den Namen vor. Hey Spyro, drück zweimal die Sprungtaste, um zu gleiten. Und hab keine Angst. Angst? Wovor? Davor, von hohen Bergen und dem prähistorischen Gletscher zu stürzen? Ach, davor. Drache Nummer 4 gerettet. Ja, da war Spyros, wo ist bin schon wieder gerannt, ey? Naja gut, manchmal kann ich ruhig schon rennen. Da war Spyros, Stimme noch sehr süß. In Teil 2 und Teil 3 verändert sich die so leicht. Aber passt immer noch zu Spyro, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und wir werden, ja, wir werden auch Teil 2 und Teil 3 spielen. Die Teile danach werde ich nicht mehr spielen, da die auf anderer Konsole laufen, auf der PlayStation 2. Ich erstens keinen Emulator für den zweiten habe und auch die Spiele gar nicht mehr so mag. Ich muss sagen, die Spiele Teil 1, 2 und 3, also The Dragon, Gateway to Glimmer und Year of a Dragon, also Teil 1, 2 und 3, die gefielen mir echt gut, aber die Teile danach, die kann man echt knicken. Ich gucke hier um und es leckt ganz schön teilweise. Ich gucke mich hier nur um, ob hier noch Edelsteine sind. Dann fliegen wir hier mal hoch. Hier sind noch ein paar Edelsteine, müssen vorsichtig sein. Nicht, dass wir in der Welt reinrennen auf einmal. Aber wollen wir später rein. Und dann müssen wir jetzt dahin. Alles klärchen, das sollten wir ja eigentlich schaffen als Drache. So, und ein weiter noch. Gut. Und ein zweier Edelstein ist da drin, das ist nicht schlecht. Hoppala. Ich sollte mal... hier hoch wieder. Und dann auf der anderen Seite, weil da waren ja auch noch welche. Und dreh dich, Spyro. Danke. Die Kamera meine ich. Gut, dann sollten hier die Edelsteine gegessen sein. Gegessen. Naja, ich meine damit halt, dass die Edelsteine hier fertig sind. Und dass wir noch woanders nach Edelsteine suchen müssen. Wir haben noch ein paar vor uns. Und zwar 16 Stück müssen wir noch sammeln. Und warte, wir können ja mal den Bestand jetzt gucken. Also wir, die Drachen haben wir alle gerettet. Und 16 Edelsteine brauchen wir hier noch. Die holen wir uns noch. Schaffi. Ah, da sind welche. Okay. Zwei. Alles Edelsteine. Alle meine. 98 habe ich. Okay. Ah, da sind die letzten zwei. Cool. 100 von 100. Seht ihr? Also, die erste Welt hier haben wir schon mal komplett. Und ich kann gerade meine Kamera nicht drehen. So, jetzt. Er war gefangen. Ich kann mich da nur anschließen. Er war gefangen. Ja, ich überlege gerade. Wollen wir noch eine Welt machen? Denn die Zeit sollte ja eigentlich noch locker reichen. Ich würde sagen, eine machen wir noch. Wir gehen, würde ich sagen, als erstes hier in Dark Hollow rein. Zu Level Dark Hollow. Hui, ganz viele. Ich finde diese Ladebildschirme echt cool von Spyro. Die haben sie echt sinnvoll genutzt. Manche Ladebildschirme sind ja sehr stumpf gemacht, aber die sind schon cool, weil dann kann man auch, dann ist das jetzt auch nicht so schwer zu warten. Die müssen wir rammen, eben, weil die ein Schild haben. Die kann man nicht mit Feuer bekämpfen. Und ich muss unbedingt mal in der nächsten Aufnahme gucken, ob ich die Framezahl ein bisschen höher einstellen kann. Denn es leckt ganz schön. Oh, hier ist eine Truhe. Dafür haben wir noch keinen Schlüssel, aber wir gehen erstmal hier rüber. Oh, ein Dicker, den muss man mit Feuer bekämpfen. Und die wieder, rammen. Aufpassen nur, dass die euch nicht schlagen. Das kann ungemütlich werden.
Hallöchen? Dreh dich mal, Spyro. Danke. Gut, Edelsteine, 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 alles Edelsteine. Und ein Drachen retten. Alben. Oder Alban. Oh, du bist das. Ich war mir nicht sicher, ob du diesen lästigen kleinen Viechern entkommst. Natürlich lassen die mich in Frieden. Aber hier ein kleiner Tipp. Ihre Rüstung ist feuerfest, aber du kannst sie umstoßen. Jo, das haben wir schon rausgefunden. Aber danke. 5 Drachen gerettet. Juhu. Okay, was machen wir? Wir gehen erstmal hier runter, würde ich sagen. Hier sind ein paar Kisten. Oder eine Kiste und zwei Steine. Ah, da muss man aufpassen, dass man ihn von hinten trifft, weil der einen Metallschutz vorne hat und ein großer ist. Den kann man nicht so einfach umrennen. Gott sei Dank, sonst der hätte sich beinahe umgedreht, wenn er noch ein Stück weiter nach vorne gelangt wäre. Ah, da hinten sehe ich schon den Schlüssel. Hier die Edelsteine und wir befreien den nächsten Drachen. Oswin. Psst, Spyro. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ja. Drück die Dreiecktaste, um zu zoomen und dich umzuschauen. Oh, dein Geheimnis ist in guten Händen. Also ich finde, der Ton backt auch irgendwie nach, oder? Kann das sein? Muss ich mal gucken. Na gut, wie gesagt, ist ja jetzt die erste Aufnahme. Wir gucken da mal. Ein paar Edelsteine eingesammelt und den Schlüssel, den wir benötigen. Jetzt müssen wir hier die Kamera wieder drehen. Und hier zwischen waren auch irgendwo Edelsteine, genau. Ich kenne das Spiel eigentlich hundertprozentig auswendig. Zumindest den ersten. Die anderen Teile weiß ich nicht. Die liegen schon echt lange her, aber bloß den ersten Teil, den hatte ich vor kurzem mal gespielt. Auch durch. Und daher weiß ich, dass der, wo die Sachen liegen. Ich würde sagen, wir holen uns zuerst die Kiste, oder? Und dann gehen wir weiter im Level voran. Ach ja, der kleine Spyro. Und schließe auf. Danke für die Edelsteine. Ja, wir können ja mal kurz im Buch gucken. Was brauchen wir denn hier bei dem Level? Wir brauchen auch 100 Edelsteine und einen Drachen brauchen wir noch. Also 41 Edelsteine noch und einen Drachen. Oh, 2 ausgeschaltet schon. Man muss ein bisschen taktisch vorgehen. Ansonsten geht es. Wenn man sich nicht treffen lassen möchte, meine ich halt. Und wenn wir halt mal getroffen werden, ist es jetzt so auch nicht schlimm. Feuer an. Und noch ein Feuer an. Es bringt zwar nichts, aber es sieht lustig aus und ist ein bisschen heller. Haha. Also, ich muss ja auch sagen, das Spiel ist ja auch was für Kinder. Ich habe jetzt so keine Probleme, durch die Level zu kommen. Ich finde die recht einfach. Klar, es kommen später noch schwierigere Level, aber ich meine mal, das Spiel ist ja allgemein für Kinder. Und vielleicht für welche, die halt Spaß dran haben und drüber hinwegsehen können, dass die Level teilweise recht einfach sind. Aber, wie gesagt, es gibt auch Level, wo man sich teilweise denkt, oh mein Gott, die sind echt schwer. Wo man sich dann die Haare rauft. Aber alles ist machbar. Sonst hätten die Macher sowas nicht produziert. Und ein weiteres Leben. Leben Nummer 6. Hier unten habe ich noch einen Edelstein vergessen, sehe ich. 11 Edelsteine brauchen wir noch. Und da hinten ist schon das Ende des Levels. Die Level sind auch recht kurz, muss ich sagen. Oh, da sind 2. Der eine hat sich dahinter versteckt, der Lümmel. Gut, drehen wir mal kurz die Kamera. Und dann befreien wir den Drachen. Darius. Große Feinde wie diesen Gnork mit einer Keule kannst du nicht umstoßen. Aber ein kurzer Feuerstoß, das dürfte helfen. Ja, danke. Drache gerettet Nummer 7. Aber Kumpel, das hättest du uns vorher sagen können, anstatt ihn erst töten zu lassen und dann zu sagen. Also ich finde, der Drache hätte vorher kommen sollen mit seinen Tipps. Aber trotzdem, danke, Darius. Gut, dann sind wir mit dem Level fertig, oder? Wir gucken nochmal kurz ins Buch rein. In Bestand, ja, 3 von 3 Drachen, 100. Und wir haben insgesamt schon 4% geschafft, Mensch. Das im ersten Part. Ich sagte ja, dass das Spiel recht schnell durchgeht.
Und damit ist auch gleich Part Nummer 1 vorbei. Und ich hoffe, es hat euch bisher gefallen und ihr schaltet dann auch, wie gesagt, wieder in der nächsten Folge ein. Uah. Ich laufe mal kurz schnell zum... Diesmal renne ich. Die Monster kommen übrigens wieder. Hat uns aber jetzt momentan nichts zu interessieren. Ich laufe mal hier hin und speichere mal kurz. Bei der Fee hier kann man speichern. Spiel speichern. Ja, möchten wir. Speicherkarte 1. Und dann speichern wir. Und es ist gespeichert. Ja, das Tor hier hinten geht immer wieder zu. Wir wissen ja, die Kombi ist ja kein Ding. Wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch das neue Projekt von mir. Lasst einen Kommentar da. Weiß ich nicht. Daumen hoch, Daumen runter. Wie euch, wie ihr es mögt. Ob ihr es gut gefunden habt oder nicht. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.